So, da sind wir wieder bei Goodbye Deponia und ich habe mich mal ganz kurz informiert. Wir können die Bettwäsche nehmen, soweit ich weiß. Ja. Oh, beziehungsweise nicht die Bettwäsche, sondern die Lattenrost. Lattenrost ist Hier keine gibt es einen Geschlechtskrankheit. Kaffeeautomaten. Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit, liebe Kinder. Was haben wir? Das hier im Schrank, da ist doch nicht umsonst ein Schrank, oder? So, was haben wir denn? Ein Lattenrost. Echt krass, was so alles in meinen Mantel passt. Das ist wahr. So, warte mal. Zu Ihren Diensten? Werden Sie unsere Kabinen noch einmal durchsuchen? Ich glaube, er wird jetzt glauben, dass hier jemand eingedrungen ist. Ich weiß es nicht. Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Nein, nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Nein, hier ist sonst niemand. Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Okay. Okay. Wir haben doch. Das hat das irgendwie nicht so gecheckt. Ist auch nicht. Geh nochmal in den Schrank. Mit dem Schrank muss es irgendwas auf sich haben. Vielleicht so? Ah ja. Sieht geil aus. Ein weniger scharfsinniger Beobachter als ich könnte jetzt glatt auf die Idee kommen, dass sich da jemand im Schrank versteckt. Was im Grunde auf jeden zutrifft. Es dürfte also ein leichtes sein, ein Opfer für meinen kleinen Streich zu finden. Aber wo? Hab ich einen Schreck gekriegt. Sind ja nur die Schuhe. Sorry, ich esse gerade noch einen Corny. Ja, hab ich denn noch alle Latten am Rost? Was mache ich denn da? Dann Lattenrost zum Schrank hin. Ich behalte meine Sachen lieber, auch wenn ich zugeben musste. Dahin. Ach ja. Okay. Ja, probieren wir es nochmal, ne? Zu Ihren Diensten? Werden Sie uns. Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Nein, nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Aha, das habe ich mir doch gedacht. Da versteckt sich jemand im Schrank. Doch nicht. Wie sollte der auf hier reingekommen sein? Aber was ist das? Da ist doch jemand durch den Klimaschacht ausgerissen. Hallo? Ist da wer? Halli, hallo, hallöle! Jetzt schnell raus hier. Wo wollen Sie hin? Wonach sieht's denn aus? Ich dachte. Dann tun Sie das hier, wo ich. Der Amtmann hat angeordnet, dass alle. Das ist mein. Dann der Amt. Mach mal. Und? Können Sie jemanden sehen? Nicht so richtig. Da schauen Sie lieber noch mal ganz genau nach. Okay. Ach, warte mal. Ich fürchte. Und Bettknopf. Ah, hast du das gesehen, Goal? Was habe ich gesehen? Was treibst du da eigentlich die ganze Zeit? Nichts. Ich habe auch nicht gerade super lässig die Wache vor unserer Tür überrumpelt. Geschweige denn, sie im Bettkasten eingesperrt. Nein. Aber wenn ich das gemacht hätte, dann hättest du mich aber mal sehen sollen, weil das war der Hammer. Wäre gewesen. Ich hab's ja nicht gemacht. Natürlich nicht. Sonst hättest du ja sicherlich etwas Lässiges gesagt. Schlaf gut oder süße Träume. Irgendwas in der Richtung. Genau. Ich. Ach, Scheibenhonig. Sie hat recht. Da hat sie recht. Beckknopf. Lasst ihr mich jetzt raus? Nö. Was seid ihr nur für Menschen, dass ihr einen braven Beamten unter einem Lattenrost verrotten lasst? Schüttelreim-Mafia. Die Dialoge sind auch immer cool. So. Jetzt kommen wir raus. Oh Gott. Gehen wir erstmal hier lang.
Warte mal. Es sind mir zu viele Türen. Wir kippen hier gerade nochmal Kaffee auf den Fußabtreter. Kann die schaden? Aha. Der hat doch einen Getränkehalter. Ist das da wirklich ein Getränkehalter? Ist ja irre. Krass. Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst lang gehen soll. Das sieht so groß aus wieder. Nanu. Oh Gott. Also die Ecke habe ich doch schon mal gesehen. Das ist aber nicht die Ecke. Ach du Scheiße. Lass uns erstmal orientieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Keine Frage. Ich laufe im Kreis. Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen. Tja, bloß was? Hier findest du hier nichts. Oh Gott! Ach du Scheiße. Gott, ich finde mich doch nie wieder zurück. Keine Frage. Ich. Ich finde mich doch hier nie wieder zurück, Alter. Ich finde mich doch nie wieder zurück! Die habe ich jetzt schon verlaufen. Warte mal, hier vorne lang. Durch die Tür. Über die Brücke, den Gang entlang. Keine Frage. Ich. Ja, pff. Warte mal, hier lang. Hier geht's aber auch nicht weiter. Wer baut denn sowas? So, warte mal. Keine Frage. Ich ja, pff. Läufst im Kreis, mir scheißegal, wo du langläufst. So, warte mal. Hier ist der Putzibot. Den können wir so ein bisschen als Orientierung nutzen. Ja. Keine Frage. Ich ja, pff. Lass mich erstmal hier so ein bisschen alles in. Ach, der läuft so im Kreis. Okay, also geht's immer über die Brücken. Geht es immer. Keine Frage. Ja, du läufst im Kreis. Das wissen wir jetzt mittlerweile auch. Und wenn wir jetzt hier hin. Keine Frage. Oh Gott! Das. Oh, das könnte doch kein Menschen antun. Himmelswillen. Nee, ganz ehrlich. Bist du ganz. Oh. Ne? Die ist das. Warte mal. Da hinten vielleicht? Und wenn wir hier über die Brücke gehen, haben wir das hier vorne schon? Keine Frage. Ja. Nee, warte mal. Wo bin ich ja jetzt schon wieder? Jetzt bin ich hier wieder. Hier geht's lang, hier geht's lang. Hier geht's lang. Keine Frage. Ich ja. Moment. Ich muss ja zugeben, ich habe hier so eine kleine Komplettlösung offen. Aber nur offen. Ich schaue nur, wenn ich wirklich gar nicht mehr weiter was drauf. Keine Frage. Pff, jetzt finde ich mich nämlich schon nicht mehr zurück. Hier vielleicht? Hier vielleicht? Hier vielleicht? Warte, hier über die Brücke. Keine Frage. Ich weiß, dass ich im Kreis laufe. So, hier über die Brücke. Und hier ist der Putzibot. Jetzt machen wir dem Putzibot den Kaffeebecher kaputt. Im toten Winkel des Sisyphos. Eine Installation von Raphael Rivebrande, dem großen Kritiker der modernen Leistungsgesellschaft. Genau. Und jetzt gehen wir in die Kabine zurück. Holen uns einen Kaffee. Kaffee. Gehen nochmal in den Klimaschacht. Und kippen den Kaffee dahin. Hier hin. Und jetzt weiß uns nämlich dieser kleine Roboter den Weg. Oh, der schwenkt so ein bisschen. Aber gut. Wahrscheinlich
hätten wir uns sonst eh nicht zurechtgefunden. Okay, jetzt gehen wir zurück. Da hat nämlich so eine Spur gezogen. Wir müssen hier lang. Wir müssen hier lang. Aha. Hey, was tust du da? So eine Scheiße. Okay. Warte mal. Okay. Keine Frage. Ganz kleinen Moment. Hier geht's. Hab ich jetzt den Kaffee noch? Ich hab den Kaffee noch. Zack, zack, zack. Jetzt müssen wir den Vorrat nochmal auffüllen. Sein Kaffee, da werde ich lieber mal. Ja, ja. Gut, jetzt hat er nämlich wieder Kaffee. Wir können zurück. Wir können nochmal da rein. Anscheinend mussten wir das jetzt zweimal machen oder so. Keine Ahnung. Probieren wir einfach mal. Vielleicht müssen wir ein bisschen schneller sein. Das kann natürlich auch passieren. Moment. Wir müssen. Nochmal Kaffee. Sein Kaffee, da werde ich lieber. Ah, so, okay. Jetzt war der Kaffee alle. Jetzt kommt er natürlich wieder zurück. Ist ja aber egal, weil jetzt zieht er ja schon eine neue Spur. Genau. Genau. Ja, super. Dann hier lang. Ich könnte schwören, dass die Tür vorhin woanders hingeführt hat. Ich da hat auch. Der Innenarchitekt offenbar Mist gebaut. Ja, sowieso. Zum kommt. Ah! Oh. Okay. Ich sag ja, ich bin ein Genie. Ach, hier bist du. Was treibst du denn bloß? Ich Sightseeing. Du wolltest das Überwachungsvideo aus unserer Kabine löschen, das dich ohne Kostüm zeigt, richtig? Was? Nein. Kaffee-Junkie. Du brauchst mir solche Sachen nicht zu verheimlichen. Egal, was du ausgefressen hast, wir sind jetzt ein Team. Echt jetzt? Dann darfst du also auch wissen, dass ich meine Fußnägel über deine Müsli geschnitten habe? Okay, darüber sprechen wir noch. Lass uns jetzt erstmal schauen, wie wir an diese Videodaten kommen. Ja, gute Idee. Hier wimmelt es bestimmt nur so von Sicherheitssystem. War ich das? Das ist nicht so gut, ne? Der Alarm ist noch nicht ausgelöst worden. Wahrscheinlich sind wir sicher, solange du nicht an den Terminals herumspielst. Und was mache ich jetzt? Versuch die Kameras abzulenken. Vielleicht kann ich so unbemerkt an ein Terminal gelangen. Na, das sollte doch kein Problem sein. Die Kameras lieben mich. Ich bin ja auch der fotogenere von uns beiden. Aha, ich glaube, ich kann die Kameras ablenken. Offenbar können sie sich nur im 45-Grad-Winkel bewegen. Wenn du an der Wand entlangläufst, folgen sie dir. Ein Klacks für mich. Ich muss zuerst zu dem Terminal da links. Sag Bescheid, wenn du den Weg freigemacht hast. Okidoki. Nö. Nö. Oh, geil, Alter. Disco-Musik. Was ist da los? Dude. Dude. Goal, jetzt! Aber dann laufe ich doch mitten in die Kamera. Oh, stimmt. Entschuldigung. Nö, nö. Nö. Ja, bloß welche Kamera folgt mir denn? Goal! Wie jetzt? Rufus! Warte mal, das... Ach, du Heilige. Jetzt wird's funky. Rufus muss die Kameras ablenken. Wenn er dicht an ihnen vorbeigeht, kann er goalfreie Bahn verschaffen. Dabei kann Rufus immer nur direkt im ganzen Felder betreten. Sprich, Goal an, sobald der Weg zu machen. Okay. Tipp gefällig. Rufus kann die Kameras auch noch bewegen, während Goal schon am Laufen ist. Ihr folgt mir mal, ne? Nö.
Kommst du? Ja. Jetzt? Gut, jetzt. Ah ja, okay. Das hat funktioniert. Ich habe mir wegen dem hier Sorgen gemacht. Jetzt muss ich zu dem. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir das am besten... Nö. Wie geil das einfach ist mit der Musik im Hintergrund. Das ist so geil. Ich feiere das. So, warte mal. Okay, die sehen mich auch nur, wenn ich direkt an denen vorbeigehe. Das heißt... Rufus, mach einen Breakdance, los! Nö. Schade. Okay. Ja, Moment bitte. Und du kommst jetzt auch noch mit? Jetzt. Cool, jetzt! Nicht Rufus! Dann sieht mich die Kamera doch! Welche? Ja. Welche denn? Das ist ganz schön tricky, würde ich mal sagen. Warte mal. Aber ich liebe ja die Minigames. Okay, jetzt vielleicht? Cool, aber... Oh. Das ist natürlich dämlich. Nö. Cool, wie Rufus. Warte mal. Alter, willst du mich verarschen? Nicht rum, dann sieht. Ach ja. Welche Kamera sieht dich denn? Nö. Nö, Alter. Nö. Goal. Ah, okay, das hat funktioniert. Aber dann lauf ich. Oh. Hey, jetzt müssen wir wahrscheinlich. Goal. Nö, nö. Rufus. Warte mal. Nicht Rufus. Bitte, jetzt. Nicht rufen, dann sieht mich die Kamera. Oh Gott. Ja, jetzt folgt die mir natürlich wieder, ne? Goal, jetzt. Aber... Oh. Welche sieht dich denn? Goal. Geht das jetzt? Wie jetzt? Rufus! Oh Gott. Nee, ganz ehrlich. Sorry. Ja. I'm sorry. Seriously? Oh. Wundervoll. Diese Grazie. Dieses Taktgefühl, diese Fähigkeit, die ganze Welt um sich herum zu ignorieren. Reden wir von derselben Welt, Argus? Von der, die Sie sprengen wollen? Touché, Cletus. Ich muss mich aber schon wundern, woher dieser Sinnungswandel kommt. Ich stecke halt voller Überraschungen. Wie ein Zirkuspferdchen. Zu schade, dass wir dafür keine Zeit mehr haben. Schafft das Mädchen auf die Brücke. Fräulein Goal, wenn Sie so freundlich wären. Ja doch. Goal! Dir wird schon was einfallen. Und was machen wir mit diesem hier? Wird nicht länger gebraucht. Beseitigen. Ich glaube, der meinte das im übertragenen Sinne. Bewegung, Sie kommen jetzt mit. Ob wenn nicht. Doch. Hier wird nicht verhandelt. Aber steht mir denn kein letzter Wunsch zu? Ich weiß, das wird mir noch leid tun. Schön, worum geht's denn? Geld, viel Geld. Letzte Zigarette, letzten Ka... Noch einmal Elysium sehen. Okay. Laut Konvention muss es ein realistischer Wunsch sein. Realistische Wünsche, aber... Ne. Okay, noch einmal das Meer sehen. Noch ein... Kein Problem. Ich wollte sie sehen, aber wir müssen uns der Kreuzer... Super. Moment mal, das war doch schon ihr... Wie kann das mal... Ja, das leuchtet mir ein. Okay, warte mal. Warte mal. Geld. Viel Geld. Geld?
Hier gibt es kein Geld. Der Organon arbeitet unehrenamtlich. Macht nichts, hat keine Eile. Ich kann warten. Ich aber nicht. Wünschen Sie sich gefälligst was Vernünftiges. Okay. Eine letzte Zigarette. Natürlich. Ich gehe nur schnell meine Filter holen. Warten Sie hier bitte so lange. Was denn? Muss ich die auch noch selber drehen? Nee, nee, bleiben Sie mal hier. Ich hab's mir anders überlegt. Einen letzten Kaffee. Dagegen ist wohl... Sie haben Ihren letzten Wunsch verschüttet, Sie Trottel. Sie... In Stresssituationen geht doch nichts über eine gute Tasse Kaffee. Der Roboter ist zu cool. Für diese Welt. Wir müssen da lang, ne? Ich möchte nicht gestört werden, verstanden? Aus keinem Grund? Von niemandem. Jawohl, Herr Amtmann. Mit Ausnahme des Interrogators natürlich. Wo bleibt der eigentlich? Der Interrogator ist angefragt und auf dem Weg, Herr Amtmann. Das will ich hoffen. Wenn ich das Verhör schon wieder alleine führen muss, werde ich wirklich ungemütlich. Dann können Sie ja schon einmal auslosen, wer die Brücke anschließend wieder sauber macht. Oh Gott. Was haben die mit Gold vor? Der Beamte wird nicht lange außer Gefecht sein. Ich mach mal besser ein bisschen Dalli. Zertrümmert ihre Augenböden! Still, du übergeschnappte Hohlbirne! Wir müssen leise sein. Warum klebst du mir überhaupt dauernd am Fuß? Rufus gehört mir, verstanden? Zerstecht ihm die Bauchdecke! Reißt ihm die Nasenflügel ab! Obwohl ich zugeben muss, dass es deinen Anregungen nicht an einer gewissen Kreativität mangelt. Klites und Donner? Wie zum Donner kommen die denn hierher? Noch haben sie mich nicht gesehen. Ich sollte lieber mal abtauchen. Gutes Versteck. Gut. Ja? Der Schrank wäre ein perfektes Versteck, geradezu klassisch. Leider ist er besetzt. Typisch unser Oppenbot. Steht immer im Weg rum. Wir haben das gute Versteck. Oh, ein zylindrisches Kegel. Nein, Tonnen, genau das, wonach... Sehr gut. Rein da. Das sollte als Versteck ausreichen. Aber erstmal raus aus diesem elenden Fummel. Und jetzt nichts wie in Deckung. Da sind sie ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe Ihnen etwas Dringendes mitzuteilen. Ich bin der echte Cletus. Der andere war nur ein Betrüger. Okay. Sie werden sich also nicht mehr dagegen wehren, mit mir mitzukommen? Ganz im Gegenteil. Ich bestehe sogar darauf. Na dann, vorwärts. Mit dem größten Vergnügen. Oh oh. Ich glaube, Cletus sind wir los. Das ist ja mal eine quirlige Entwicklung. Das klappt ja wie am Schnürchen. Und jetzt? Hä?